Ricardo Eckert, herzlich willkommen hier in Offenbach. Schön, dass du hier bist. Wie gefällt es dir hier auf dem Impact Festival? Mega, ich bin super gerne. Ich bin noch ein bisschen in Rage, weil ich gerade meinen Vortrag Gesunde Erde, gesunde Menschen gehalten habe. Und ich gehe nie von der Bühne, ohne einzusammeln, was hat es bei den Leuten bewegt. Das ist ja auch eine Form von Impact. Und da kamen ganz tolle Sachen und ich hoffe, viele nehmen was mit von den Impulsen, aber natürlich auch von den ganzen Ideen und Lösungen hier. Waren sehr viele Impulse. Was mir aufgefallen ist, ich kannte die Stiftung Humor hilft heilen. Jetzt haben wir heute aber viel auch über gesunde Erde, gesunde Menschen gesprochen. Kannst du uns erklären, worum es bei der Stiftung geht und wie du da hingekommen bist, dieses Thema aufzugreifen? Humor hilft heilen gibt es auch weiter. Das habe ich vor 15 Jahren gegründet. Da war die Kernidee humane Humanmedizin. Ich sah in meiner Zeit in der Medizin, wie ganz viel von der menschlichen Zuwendung weggespart wurde. Und dann war mein kleiner Stachel, mein trojanisches Pferd, die Klinik-Clowns. Daraus haben sich tolle, auch wissenschaftliche Projekte entwickelt. Wir machen inzwischen ganz viel für Pflegeschulen, für Pflegeworkshops. Wer neugierig ist auf Humor hilft heilen, findet man die Themen. Ich habe vor 5 Jahren mich entschieden, einen neuen Fokus für meine Arbeit zu wählen, weil wir von der persönlichen Gesundheit weggucken oder wir müssen darüber hinausschauen auf die planetare Gesundheit. Planetare Gesundheit ist ein Begriff, der gar nicht so geläufig ist bisher. One Health, Planetary Health, heißt international, sich klarzumachen, dass unsere menschliche Gesundheit nicht mit einer Tablette, einer Operation oder einem MRT beginnt, sondern mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und alle 5 Grundlagen von Gesundheit und einem guten Leben sind akut in Gefahr. Und deswegen habe ich diesen Switch gemacht und jetzt ein neues Team aufgebaut. Gesunde Erde, gesunde Menschen mit Sitz in Bonn und in Berlin, also dort, wo viele NGOs und Ministerien sind und auch im politischen Berlin, machen wir Anwaltschaft für die Zukunft, weil die Lobby der Vergangenheit ist sehr gut organisiert. Wir brauchen aber mehr Menschen, die sich für die Rechte und auch die Grundlagen der Zukunft engagieren. Klasse, super. Ein Satz, der mir sehr stark in Erinnerung heute bleibt, ist, die Dummen haben gewonnen, wenn die Intelligenten schweigen. Ja. Was können denn jetzt Menschen tun, wenn sie sich für so ein Thema engagieren wollen? Ist es auch eine Möglichkeit, mit euch zusammenzuarbeiten? Also hilft euch ausschließlich Geld für die Stiftung, dass ihr wieder lauter werden könnt? Oder gibt es auch die Möglichkeit, mit euch zu interagieren und auch Teil des Lautseidens zu werden? Wir machen Firmenkooperationen. Ich arbeite zum Beispiel schon lange mit DM, den Drogeriemärkten, zusammen. Die haben natürlich jeden Tag da auch mit Millionen Kunden einen ganz großen Hebel. Mit denen machen wir die Zukunftswochen jetzt auch in Berlin, wo es ein tolles Motto gibt, nämlich Lust auf Zukunft. Und ich bin auf dem Panel mit Maria Furtwängler, die sich für Artenschutz einsetzt, mit Cem Özdemir, dem Landwirtschaftsminister, weil der größte Killer von Artenvielfalt ist die Landwirtschaft. Mit dabei ist Luisa Dellert als Influencerin und Stimme der nächsten Generation. Mit dabei ist auch Reinhard Messner als eine Stimme sozusagen derjenigen, die Naturverbundenheit ein Leben lang gepflegt haben und auch sehen, was alles kaputt geht. Also das ist ein Beispiel dafür, wie ich versuche auch in der Kommunikation andere Menschen mit anzustiften, sich zu engagieren. Das ist der eine Hebel. Der zweite Hebel, Unternehmen auch zu unterstützen. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Barmer, mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Jetzt in Düsseldorf machen wir eine Ausschreibung für die Gesundheitsbranche. Auch da, alleine dadurch, dass es einen Preis gibt, dass es ein Kriterium gibt, dass es eine Jury gibt, verändert sich die Wahrnehmung und hoffentlich auch die Entscheidungen auch bei den Verwaltungsdirektoren, die im Moment immer nur an Sparen denken. Aber das sind so die Hebel, die ich mit Gesunde Erde, gesunde Menschen habe. Und wer auch ganz wichtig ist, sind Journalistinnen und Journalisten. Welche Geschichte erzählen wir? Und da haben wir zum Beispiel auch mit der Mercator Stiftung den Medienservice Klima und Gesundheit aufgesetzt. Der ist frei zugänglich. Da haben wir eine Grundrecherche, weil wenn ich mich als Journalist versuche, in diese Themen einzuarbeiten, ist ja einfach wahnsinnig komplex. Und wenn man dann weiß, aha, das sind die wichtigsten Zahlen, das sind die wichtigsten Organisationen, das sind die wichtigsten Forscherinnen und Forscher, dann ist man schon mal einen Riesenschritt weiter. Und so versuche ich genau diesen Doppelpass, öffentliche Wahrnehmung verändern, Themen setzen in der Öffentlichkeit, aber eben auch hinter den Kulissen und ganz viel Netzwerk, so wie heute hier. Und das wünsche ich dir jetzt auch, dass du hier ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter findest. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles, alles Gute. Danke, Dirk. Und nochmal direkt an jeden, der das sieht hier. Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Das Wichtigste, was ein Einzelner tun kann, ist, nicht alleine zu bleiben. Und deswegen sucht euch Allianzen quer durch den Garten, in der eigenen Familie, in der Straße, in der alten Clique, in der WhatsApp-Gruppe.
und guckt, wo jeder sich ein Stück weit bewegen kann. Und ja, wir haben eine historische Aufgabe und ich möchte, wenn ich sterbe, nicht das Gefühl haben, ich habe mich dümmer gestellt, als ich bin. Und deswegen eben jetzt ist es ernst, aber nicht hoffnungslos. Wenn das hängen bleibt, dann sind wir schon mal mehr. Ich glaube, hier sind schon einige, die diesen Gedanken teilen. Total. Und mit Sicherheit einige, die deinem Aufruf folgen werden. Ich danke dir.